Schreiben gestartet ist die erste von 5 Serien einer Junioren U17 Jahren. Wir haben hier ein volles Feld mit 8 Booten. Auf der Bahn 1 der Seeclub Werdenswil, auf der Bahn 2 der Grasshopper Club Zürich, das zweite Boot, auf der Bahn 3 Ruderclub Reuss Luzern, auf der Bahn 4 die Società Canottieri Ceresio, auf der Bahn 5 Seeclub Stefa, das erste Boot, Bahn 6 Grasshopper Club Zürich, das erste Boot, Bahn 7 der Ruderclub Erlenbach, das erste Boot und auf der Bahn 8 die Offenbacher Rudergesellschaft Undine. Es sind rund 250 Meter gerudert und deutlich in Führung setzen konnte sich das Boot auf der Bahn 4. Die Società Canottieri Ceresio, Luis Schulte, konnte sich hier bereits einen Vorsprung von rund 1,5 Längen herausrudern auf seinen Gegner auf der Bahn 3, auf der zweiten Position, der Ruderclub Reuss Luzern. André Bosshardt hat etwa 1,5 Länge Vorsprung auf das Boot auf der Bahn 6. Der Grasshopper Club Zürich, das erste Boot, das ist Lars Gregor Pfister. GC Zürich 1 hat wiederum etwa knapp 1 Länge Vorsprung auf das Boot auf der Bahn 5. Der Seeclub Stefa, das erste Boot, Cedric Payer. Dahinter um die Positionen 5 bis 8 ist es sehr eng. Etwas im Vorteil sind die Bahnen 2, Grasshopper Club Zürich, das zweite Boot, und auf der Bahn 8 die Offenbacher Rudergesellschaft Undine. Die beiden Ruderer sind praktisch gleich auf und haben eine halbe bis eine Länge Vorsprung auf die zwei Ruderer auf der Bahn 7 und auf der Bahn 1. Das ist Erlenbach 1 und Werdenswil. Mètres sont à ramer pour Louis Schulte de la Società Canottieri Ceresio. Il a la tête de cette course. Il mène avec environ 2 longueurs sur le Grasshopper Club Zurich 1. Grégoire Lartiste a maintenant la deuxième position avant le Ruderclub Luzern, Andrin Bosshardt. Sur la quatrième position, c'est le couloir 5, c'est Club Stefa. Quatrième position, sur le couloir 2, le Grasshopper Club Zurich, le deuxième bâton. Sur la position, Offenbacher Rudergesellschaft Undine, septième position, Werdenswil et à la fin de cette course, le Ruderclub Erlenbach, le premier bateau. Es sind noch etwa 550 Meter bis ins Ziel für den führenden Ruderer von der Società Canottieri Ceresio. Luis Schulte führt dieses Feld an. Er konnte sich bereits circa 2 bis 3 Längen Vorsprung herausrudern auf seine Gegner. Um die zweite Position wird es noch spannend werden. Aktuell auf der zweiten Position, Grasshopper Club Zürich, das erste Boot mit knapp einer Länge Vorsprung auf Reuss Luzern und nur wenige Meter dahinter auf der Bahn 5 der Seeclub Stefa 1. Fünfte Position GC2, sechste Position Offenbach, siebte Position Werdenswil und am Schluss des Feldes auf der achten Position Erlenbach 1. Ende der Reportage.